Ah, das ist ein Transportservice. Ja? Gefällt euch das? Wacken! Wacken! Ich sehe, ihr seid gut angekommen. Wir sind super. War das ein anständiger Fahrservice? Ja, es war ein anständiger und günstig. Und es war keine Kinderarbeit. Ja, also ich kann das nur befürworten, weil die haben auch ihren Spaß dabei. Aber auf jeden Fall. Ja. Viel Spaß noch. Wacken! Ich hab sie gefunden. Hier ist Bärbel. Das ist jetzt nicht die Wacken Firefighters. Das ist der Feuerwehrmusikzug vom Hanerau-Hademarschen, Nachbarortschaft. Und Finale! Ich hab's geschafft, ich bin auf Campground Y. Wer sich noch an mein erstes Video erinnert, vor dem Aufbau, auf dem Freitag, da habe ich hier nur die abgesteckten Parzellen gesehen. Mit der Stromversorgung, aber stand hier natürlich noch kein einziges Fahrzeug. Und jetzt sehen wir, wie die ganze Fläche jetzt auch in Nutzung ist. Also Einzelne nutzen ihre Parzelle bis auf den letzten Zentimeter. Hier wird sehr großzügig. Vielleicht parkt da noch ein zweites Auto. Und die sind gerade zum Einkaufen unterwegs. Denn man kommt hier tatsächlich rein und raus aus dem Gelände ganz wunderbar. Das ist auf den anderen Campgrounds natürlich nicht gegeben. Da kann es einem gut passieren, dass man so eingebaut wird, dass man warten muss, bis seine Zeltnachbarn abgebaut haben. ADAC ist auch auf dem Gelände unterwegs. Ja. Hier ist der Musikgeschmack eindeutig nachvollziehbar. Hammerfahrzeug. Ein Zetros. Ganz vergessen, was ich. Den kenne ich auch noch nicht. Ja, der Grill, der meint es auch ernst, aber die Feuerwehr parkt da ja schon. Und das hier ist einer von den zentralen Generatoren. Ich stehe direkt daneben. So leise ist der. Ich bin jetzt direkt unter dem Auspuff. Ich habe mich eben erst mal gefragt, ob der überhaupt an ist. Ist er aber. Mit diesen Generatoren werden hier die ganzen Parzellen mit Strom versorgt. Scheinen aber auch einzelne Parzellen wirklich real frei geblieben zu sein. Hier jeweils die erste gegenüberliegend, sind beide nicht besetzt. Naja, da ist eine Fahrspur drauf, da könnte ein Auto drauf gewesen sein. Aber hier ist selbst das Gras unberührt. Und da haben wir ein Carrado. Viele, viele Kastenwagen. Und immer wieder tolle historische Fahrzeuge. Alte Feuerwehren. Bei dem hier wüsste ich jetzt nicht mal, was das für ein Fahrzeug ist. Steht auch auf dem Kühlergrill vorne nichts drauf, woran ich jetzt irgendwie zuordnen könnte. Historisches Fahrzeug ist es auch. Wacken Open Air ist ja auch schon entsprechend lange am Start. Aber der Schädel ist schon hammergeil. Ein Concorde. Liner. Aber wie sagt man so schön? It blends in. Die RK Kaltenkirchen hat die richtigen Einsatzfahrzeuge hier. Da ist jetzt gar nichts los, die fahren hier einfach nur eine Kontrollfahrt. Aber der käme auch noch durch, wenn es hier eine Schlammwüste wäre. Info, Duschen und WC da lang. Bauer Willi da lang. S und A in die Richtung, VUX in die Richtung, NGH da und YR da. Aktueller Standort, Kreuzung ORSY. Und bei Fragen laut Hilfe, ich bin lost, rufen. Trinkgeld. Ja, und jetzt kann ich nicht abheben. Denn logischerweise fliege ich jetzt keine Drohne, wie ich das am Freitag gemacht habe. Aber, wie ihr hinter mir sehen könnt, bin ich wieder auf Campground S.
Das vertraute Geratter der Stromgeneratoren ist überall zu hören. Campground, es ist ja ein Campground ohne vorher zu reservierende Parzellen und Stromversorgung. Hier ist quasi mehr oder minder freies Camping. Oh, Baywatch. David, da ist er wieder. Schöne Grüße an die Metal Hessen. Macht die Jungs fertig. Wir haben schon mehr gesoffen. Macht sie fertig. Jawohl! Super, trink! Stopp! Auch wenn das freies Camping ist hier, läuft es schon in geordneten Bahnen. Ihr könnt schon sehen, dass hier die Zuwegungen abgeflattert gewesen sind. Und dann sind die wahrscheinlich, als es hier aufs Gelände raufging, entsprechend auf die entsprechende Bahn gezogen worden. Und da steht ihr jetzt. Aber auch hier kommt man durchaus rein und raus. Jetzt sind wir wieder an Turm S gleich, wo ich vergangene Woche Freitag hier gewesen bin. Vor dem ganzen Aufbau. Da stand der Turm schon. Und die Dixies waren auch schon aufgestellt und die Müllcontainer. Aber ansonsten war diese gesamte Fläche hier komplett leer. Und das ist sie jetzt nicht mehr. Viele Kastenwegen. Pössl, Clever Vans. Da haben wir Tante Ilse. Ein Frankia A610. Fetzi, hui, Vollgas. Das finde ich niedlich. Drei Generatoren, ein Generator. Schön mit Einschusslöchern und Hagelschaden. Stilecht. Dort drüben haben wir den Camping Plaza mit dem Food Court und allem drum und dran. In ein paar Minuten beginnt Alligator. Und das ist natürlich etwas, was ihr immer mit einplanen müsst, wenn ihr ins Infield wollt, dass hier an der Security es entsprechend Rückstau gibt. Denn da wollen alle gleichzeitig zur selben Zeit dann immer durch. Plant euch also genug Zeit ein, dass ihr rechtzeitig vor eurem Auftritt, vor eurem Gig, den ihr unbedingt sehen wollt, da schon durch seid. Die Wasteland Warriors werden gleich in ein paar Minuten mit ihren Fahrzeugen mal wieder durch das Wasteland fahren. Und das wollte ich mir ohnehin angeguckt haben. Dann nehme ich euch dann mal mit. Man achte auch auf die Details. Ja. Mm-hmm.
liebe trockenen norddeutschen Humor. Ich glaube, das ist mal wieder soweit. Ich zeige euch ein Bild, wie ich esse. Das hier ist ein Langosch. Der Teig wird im Fett aufgebacken, dann habe ich da Schmand drauf, Streukäse und Bacon. Schmeckt irre lecker. Mmh. Ist garantiert ganz kalorienarm, total. Wie alles, was so richtig lecker schmeckt. Dieses Jahr keine schlammige Veranstaltung, eine staubige Veranstaltung. Da drüben haben wir den gesamten Bereich der Wasteland Warriors. Hier sind wir dann auf der Plaza. Mit Blick über die Campingplätze, den vorderen Teil davon. Und auch heute haben wir schon wieder einen Heißluftballon da hinten. Hammer Sonnenuntergang. Und dabei die Ballons wieder, wie gestern, über dem Gelände. Zoom euch mal die Ballons gleich ein bisschen näher ran. Aber den Sonnenuntergang hätte man nicht besser bestellen können. Der ist ja wie ein Special-Effekt. Andererseits saufen Metal-Fans wie die Löcher. Wie sehr große Löcher. Und eine Großteil der Leute kann ganz gut mit Alkohol umgehen, anstatt jemanden sexuell zu belästigen oder Streit zu suchen. Macht der Metalhead aber der Überschreitung einer gewissen Promillegrenze einen gutturalen Laut, der in der Trollsprache, bin ein bisschen müde, bedeutet. Fällt um, rollt sich noch ein bisschen in seine Kutte ein und schläft an Ort und Stelle seinen Rausch aus. Sei es unterm Tresen, mitten im Moschpit oder mit der Stirn an die Hauptbox gelehnt, die dermaßen viehischlaut ballert, dass er selbst ein Blauwal bei dem Sound ganz anders wird. Ihr kennt alle so einen. Sollte während eines Konzerts der Strom ausfallen, so wird halt aus voller Kehle a cappella gegrölt, Text oder Tonsicherheit hin oder her. Brennt die Hütte, macht man sich nackig und versucht das Feuer auszupinkeln. Verendet einer der Musiker an seinem eigenen Erbrochenen, dann ist der Sound halt ein bisschen dünner, damit kann man leben. Aber wehe, 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 das Bier ist alle. Ich weiß, es ist angsteinflößend. Dann sieht man erwachsene 150 Kilometer Wein, wie es selbst ein Baby total peinlich wäre. Durstig wird der Hallenboden abgeleckt und das zuvor Bier geduschte Haupthaar wieder ausgewrungen auf der Jagd nach dem goldenen Vlies. Also für alle Germanisten und Germanistinnen, Vlies habe ich mit F geschrieben und finde das total klug. Wie auch immer, bleibt der Zapfhahn trocken, ist die Party im Arsch. Jetzt ist die Frage, ob man sich eine Heavy-Metal-Party irgendwie schön saufen muss. Ist unsere Liebe zur Musik nur eine alkoholvernebelte Sinnestäuschung? Hast du dein erstes Konzert überstanden, ohne zu weinen, weil jemand gesagt hat, dass dein Shirt von einer Scheißband ist oder ein Stage-Diver, der eine Killer-Niete in den Augapfel gepiekt hat? Bist du bereit für das Aufbaustudium? Einen Abschluss wirst du allerdings nie erreichen. Denn einer der Sätze, die jeder Headbanger beherrschen muss, ist: Du hast überhaupt keine Ahnung von Metal! Ich habe Ahnung von Metal! Und da sind sich alle in der Familie einig. So, für heute sind wir hier fertig. Lest bis zum nächsten Mal bitte die Biografie von Lemmy. Ich muss jetzt in mein Büro frühstücken. Prost! I've been waiting my whole fucking life to say these words. Good evening, fucker! Do you have any idea how much it means to us to be headlining one of the greatest fucking heavy metal festivals in the goddamn world? And I can see we have so many fucking members of the heavy metal family from all over the fucking world. Make some fucking noise out there! For all of my friends from Germany, guten Abend, meine Freunde! Das Ganze im Dunkeln machen, lieber jetzt, wo ich noch ein bisschen Licht habe. Wenn euch dieses Video gefallen hat,
lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ich freue mich über jedes eurer Abos und ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.